So, und hier ist Podcast von Sven Heidenreich mal wieder und wir haben die Folge 760. Ja, 760 Folgen, jetzt wieder mit dem Olympus, auf manuell 320, keine Zoom- oder Weiteinstellung, denn ja, brauchen wir alles nicht. Nö, nein. Es ist, wie gesagt, kurz. Ja. Genau, wir haben es 4.45 Uhr, also es geht auf 5 zu 5. Und ich werde mir jetzt einen Kaffee machen. Ja, es ist relativ luftig draußen, muss man mal sagen. Also, ich will mal sagen, es ist nicht kalt, es ist aber auch nicht warm. Es ist, ja, naja, ganz angenehm momentan. Ja. Und der Kaffee wird jetzt gemacht mit der Senseo. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe ganz gut geschlafen irgendwie. Weiß auch nicht. Liegt aber auch daran, dass ich nicht, wann bin ich schlafen gegangen? 8, 9, ich weiß es nicht. Aber eigentlich habe ich ganz gut geschlafen. Bin zwar einmal wach geworden oder zweimal, aber das ist ja auch normal bei mir. Aber sonst an sich war der Schlaf ganz, ja, ganz okay. Also, genau, jetzt haben wir hier Kaffee. Ja, ich bin auch sehr froh. Am Morgen wird mein Telefon angeschlossen. Da freue ich mich am meisten drauf, dass ich dann endlich wieder ein Festnetz habe und normal telefonieren kann. Das Schöne ist ja, dass wenn ich dann wieder beides habe, also Festnetz und Handy, ne, man kann dann halt telefonieren, gleichzeitig irgendeine WhatsApp-Nachricht beantworten und hat das separat. Und das finde ich schon ganz gut. Also ich werde auf Festnetz nie und nimmer verzichten. Solange es noch Festnetztelefon gibt. Ne? Also, weil ich finde einfach, sich voll und ganz auf das Smartphone zu verlassen. Also so gut sind die Dinger auch nicht, muss man einfach mal sagen. Ja, also Festnetztelefonie können sie zwar, aber es ist lange nicht so gut wie mit dem richtigen Festnetztelefon. Sie könnten es, also wenn man jetzt das Smartphone direkt an die Fritzbox wie ein Festnetztelefon anmelden könnte oder so, also nicht über eine App, sondern halt wirklich so wie beim Fritzphone, aber es geht ja nicht. Es geht ja immer nur über die Fritzphone-App. Und ja gut, die könnte man natürlich auch verbessern letztendlich, aber ja, letztendlich ist es ja nur ein Notbehelf, sage ich jetzt mal. Und von daher, ja, ist einfach so. Muss man einfach mit leben. Ja. Das Ding arbeitet. Wir hoffen, dass genug rauskommt, aber ich denke mal schon, dass die Tasse auch schon voll wird und dass ihr eine schöne Folge habt. Diesmal kein Dusch-Podcast, denn ich bin ein bisschen später aufgestanden, wie ihr gemerkt habt und ja, naja, wie ihr gemerkt habt, ich kann euch ja viel erzählen, aber nein, das ist schon richtig, ich bin heute also nach 4 aufgestanden auf jeden Fall und deswegen. Deswegen ist das so. So. Ja. Gut. Jetzt nehmen wir uns die Tasse vor. Da ist sie, die Tasse. Ich habe sie in meiner Hand. Ich stelle sie rüber. Dann machen wir noch die Maschine sauber. Das ist ja alles kein Problem. Ja, das ist alles kein Problem. So.
Ja, momentan benutze ich wieder, wie ihr merkt, öfter den Olympus, einfach aus den Gründen, weil mein iPhone dann laden kann. Und momentan habe ich auch das Problem mit der Tasche. Ich habe ja so eine, meine Tasche fällt langsam auseinander, kriege ich auch den nächsten neue. Und für 10 Euro, jetzt ist nichts Tolles, aber das ja, ist dann schwierig, sie auf den Ständer darzustellen. Und deswegen nehme ich momentan mehr mit dem Olympus auf. Ja, den kann ich mir, wie gesagt, an die Kleidung machen und fertig. Ja, da brauche ich nicht weitere Sachen. Ja, und wie gesagt, es ist ja auch immer alles eine Ansichts- und Geschmackssache und vor allen Dingen auch situationsbedingt. Ne? Manchmal ist das iPhone praktisch, manchmal ist der Olympus praktisch. Ne? Das ist normal. Die Situationen sind immer verschieden. Und es ist ja schön, dass es mehrere Arten zum Aufnehmen gibt und dass man immer wieder rumprobieren kann. Man hat immer wieder, also ich habe immer wieder Phasen. Ja, mal finde ich den Olympus besser, mal finde ich das iPhone praktischer. Je nachdem, was gerade so in meinem Kopf rumspukt. Und ja. Aber es ist einfach so, seitdem die Rekord HQ Pro drauf ist, kann man wirklich sehr schöne Aufnahmen mit dem iPhone machen. Ja, ist eigentlich auch ganz in Ordnung, ne? Also das ist so. Aber in manchen Situationen ist natürlich so ein unabhängiger Audiorekorder auch nicht schlecht, ne? Ich meine, es gibt, wie gesagt, so viele Möglichkeiten, um aufzunehmen. Ne? Das ist einfach so. So, jetzt werde ich mir erstmal einen Kaffee umrühren. Ja, genießen wir die schöne Morgenluft und trinken auf den Donnerstag. Sehr gut. Ja. Ja, und wir kommen den ersten Donnerstag im Monat immer näher, ne? Also im September. Da werden die wilden Hörer auch wieder eine Folge bringen. Da wird dann der Meisterplan von, also Skeletors Meisterplan besprochen. Da bin ich gespannt, wie die das machen. Ja, die Silbervogel hatten ja, das letzte war ja die Spiegelwelt von Folge 8. Das heißt, die Silbervogel, da wird dann die Invasion der Androiden demnächst kommen, irgendwann. Ja. Genau, deshalb werden Flo und ich auch unser Format zügeln. Also wir werden natürlich mal über die Folgen reden, aber über natürlich, wie wir das machen. Also wie, weil wir wollen ja nicht den Silbervögeln irgendwie zuvorkommen oder ne, um Gottes Willen, weil die beiden sind wirklich gut und die beiden sollen das auch machen. Uns geht es eigentlich darum, also speziell mir, ich kann ja nur von mir reden, weil mir geht es einfach darum, einen Podcast mit Flo zu haben. Das ist der einzige Grund für mich jetzt. Also mir geht es gar nicht so um die Antenna. Und ich finde es immer gut, wenn Freunde von mir mitmachen und da irgendwie drin sind. Und wenn es außerhalb dieser Podcast von Sven Heidenreich, Laberhunde, die ich selbst bin, ja auch noch wirklich mal Gespräche gibt. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz gut. Hier ist übrigens eine Katze. Ich weiß nur nicht, was die hier will. Ach, das ist mein Kater. Ja, na ja, gut.
Blackie, wenn ich jetzt filmen würde, dann könnte ich zu dir sagen, Blackie, du bist im Bilde, aber oder du stehst im Bild, geh mal weg oder sowas. Aber da wir ja Audio haben, Audio. Ich liebe Audio. Denn Audio ist für mich, da ich ja nichts sehen kann, das A und O. Wie gesagt, von was ich nicht so ein Freund bin, muss ich sagen, ist Audiodeskription. Das liegt aber auch daran, dass ich immer das Gefühl habe, dass Audiodeskription oft die Atmosphäre des Films für mich zerstört. Also, weil ich habe letztens bei dem Luther-Film auch gemerkt, ich habe den Luther-Film ja damals ohne Audiodeskription gesehen, ist klar, ne? Also ganz normal auf DVD, glaube ich, war das, oder kam der im Fernsehen, ich weiß es nicht, den habe ich ja damals mit Bernd geguckt. Und jetzt habe ich ihn mit Audiodeskription halt gehört und ich muss sagen, also klar, dass viele Blinde es mögen, verstehe ich auch und würde ich auch nie irgendwie mies machen oder sowas. Aber ich habe immer das Problem, dass diese Audiodeskription oft in Sachen reinredet, wo halt was passiert. Also wo ich halt Geräusche höre, wo ich halt die Atmosphäre des Films einsaugen will. Also mir geht es jedenfalls so. Und ja, wenn dann so Sachen kommen wie, er hat schwarzes Haar, braune Kleidung und weiß ich was, das interessiert mich persönlich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also mich interessiert nicht, wie die Leute aussehen. Mich interessiert die Handlung. Und ja, und ich finde einfach schöner, wenn ein Film wirklich so gemacht ist, dass man ihn trotzdem irgendwie mitkriegt. Natürlich muss bei manchen Filmen Audiodeskription sein, das sehe ich vollkommen ein, aber manchmal ist es wirklich zu vieles Guten und vor allen Dingen in Stellen, wo ich dann so denke, boah, jetzt passiert doch da gerade was, ne? Und ja, aber das ist wie gesagt auch eine Geschmackssache. Ich bin halt nur mal mit Filmen groß geworden und habe mit vielen sehenden Filmen geguckt und dadurch bin ich nie so auf diese Audiodeskription gekommen. Immer nur so zwischendurch durch DVDs, wenn die da mal drauf war. Also ich würde auch nie auf die Idee kommen, über die Kreta-App ins Kino zu gehen und mir dann die Audiodeskription nebenbei reinzuziehen oder sowas. Ne? Also das ist, ich möchte ja das Erlebnis Kino genießen. Ja, genauso wie ich, wenn ich jetzt ins Stadion gehen würde, was ich natürlich nicht tue, weil das überhaupt nicht mein Ding ist, aber wenn ich das machen würde, würde ich mir nie auf die Idee kommen, jetzt da einen Sitzplatz zu nehmen, mir einen Kopfhörer aufzusetzen und mir den Audiokommentar da anzuhören, ne? Weil da möchte ich ja die Atmosphäre genießen. Aber so sieht das nicht jeder anders, ne? Der eine braucht das, der andere liebt mehr. Ich bin einfach mal ein Atmosphärenmensch. Also ich liebe Atmosphären. Und in Filmen sowie in Hörspielen auch ist mir das immer wichtig, dass etwas auch läuft, dass ja auch Sounds drin sind, die mich wegtragen. Und wenn dann der Erzähler alles übernimmt, so. Da bin ich auch nicht so ein Hörbuchfreund. Also mir gibt ein Sound oft viel mehr. Und so wie jetzt auch bei meinem Podcast, ich quatsche ja sowieso, aber jetzt stellt euch mal vor, ich würde so einen Atmosphären-Podcast machen und von außen würde immer einer reinquatschen, so von wegen, das Meer. Sven sitzt am Meer, die Wellen sind bla 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 und ich glaube, das würde mich ziemlich nerven. Also wenn es denn in die Atmosphäre reingequatscht ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also natürlich gibt es immer Momente, wo man das machen kann. Aber das ist auch alles situationsbedingt und es kommt immer auf den Film drauf an oder auf die Erzählung. Ne? Aber gerade bei Star Wars habe ich es wieder gemerkt. Ich habe Mandalorian jetzt als Hörspiel gehört und der Erzähler ist super. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Gibt es ja jetzt als Hörspiel. Aber
ich muss sagen, der redet und redet und erzählt und erzählt. Ich denke immer so, wann kommt jetzt wieder mal Atmosphäre, ne? Gut, nun ist die Atmosphäre von Star Wars sehr runtergegangen. Ne? Also aus den wunderbaren Schüssen, die früher Piu gemacht hat, wurde jetzt Piu, ne? Also das hat sich ja alles sehr seit Disney verändert. Die Geräuschkulisse ist lange nicht mehr so schön. Ja? Also wenn man da denkt an, also auch noch an Episode 1 bis 3 und ne? Also gerade auch, ja, wo es wirklich nur unter Lucas war alles, das war ein anderer Sound. Ne? Das ist seit Disney irgendwie, ja, wie als wenn einer einen Filter draufgelegt hätte. Und ja, es ist halt heute, es ist halt die moderne Zeit. Ne? Und natürlich musste man das reformieren, aber ja, aber auch Mandalorian ist eine interessante Geschichte, allerdings ja, auch etwas, wo ich mich nicht so reinversetzen kann. Also ich kann mich nicht in so einen Kopfgeldjäger reindenken irgendwie. Also das gelingt mir einfach nicht. Das, ich frage mich bei sowas immer, warum hat sowas eine eigene Serie verdient? Also da hätte man vielleicht 2, 3 Folgen machen können über sowas. Und ich verstehe immer nicht, warum sowas dann immer gleich eine Serie kriegt. Also das ist mir mal unbegreiflich. Das ist. Ich sehne mich manchmal wirklich nur nach den Zeiten zurück, wo es nur 3 Filme gab und fertig. Das war für mich Star Wars. Also Krieg der Sterne, haben wir ja immer gesagt. Krieg der Sterne hieß das ja. Genauso wie mit Star Trek, ja. Früher gab es nur die Enterprise mit Kirk und Spock. Das war's. Irgendwie mal, denke ich, manchmal mal jetzt dabei belassen sollen. Aber dass so riesen Universen draus werden und ich stelle mir gerade vor, es würde dann auch so einen Oberbegriff für Yantenna geben. Yantenna ist Teil eines Universums und auch irgendwas mit Star, nee, irgendwas mit ja, was haben wir denn? Star Wars, Star Trek, Star Ten oder sowas. Nee, Ten Star. Nee, Tenna Star. Nee, ist auch blöd. Aber stellt euch mal vor, man würde jetzt auch so einen Oberbegriff dafür finden, wo all diese ganzen Serien sozusagen reinkommen. Ja, das ist immer. Ich finde es schön, wenn eine Geschichte von vorne bis hinten erzählt wird. Das finde ich immer gut. Und ich finde so diese Lösungen dazwischen, also dieses, ich erzähle erstmal, ich fange irgendwo in der Mitte an, so wie es bei Star Wars ja halt auch war, letztendlich auch bei Enterprise. Ne? Man hat irgendwo angefangen, sage ich jetzt mal, und hat dann gesagt, ach, es gibt da noch eine Next Generation, okay, das war ja noch okay, ja, also man geht in die Zukunft, so. Und dann auf einmal sagt man sich, ach, wir gehen in die Vergangenheit. Und alles nur, weil Star Wars das vorgelebt hat mit Episode 1. Also das, da frage ich mich manchmal wirklich, warum, was soll immer dieses Hin- und Her-Gespringe? Vor allen Dingen ist es ja nicht glaubwürdig, wenn man etwas über eine Vergangenheit macht mit den heutigen Mitteln. Ne? Das ist so. Das geht irgendwie gar nicht. Ich meine ja, andererseits, das alles ja auch eine Geschmackssache und jeder soll ja das bekommen, was er möchte. Und ich sehe als Blinder das natürlich auch ein bisschen anders als jetzt, sagen wir mal, ein Sehender. Ein Sehender, der freut sich natürlich auch mehr auf die ganzen Serien, die rauskommen, wenn man jetzt gerade auch Star Wars und Star Trek und ne, es kommen neue Figuren raus, es kommen neue Sammelkarten raus, es kommen neue. Ne. Man muss es ja auch immer alles von der Seite sehen. Für einen Sammler ist das natürlich Wahnsinn, was da rauskommt. Dafür habe ich natürlich andere Hobbys. Ne? Dafür bin ich halt ein Freund von Apps und ein Freund von Aufnahme. Und wo dann vielleicht ein anderer sagt, es hat ja schon wieder eine neue Aufnahme-App, so ein Schwachsinn braucht kein Mensch. Ne? So. Also so hat jeder seins letztendlich. Und klar, mir wäre es auch lieber, man hätte von Anfang an die richtige App irgendwie rausgebracht und fertig. Ne? Also ich weiß ja nicht, wie lange es diese Rekord HQ Pro gibt.
Dann, manchmal denke ich mir auch, hätte Apple einfach eine richtige Aufnahme-App zur Verfügung gestellt, die Stereo aufnimmt und einfach die bessere Qualität hat, dann hätte man sich diese ganzen Blödsinn ersparen können. Ne? Also, oder hätte Olympus im Vornherein mit Apple irgendwie kooperiert, hätte die gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt hier unsere Aufnahmen als App fertig. Das wäre natürlich auch eine geile Lösung gewesen. Aber naja, gut, so weit denken die alle nicht. Jeder möchte ja auch verdienen und jeder Entwickler. Es gibt ja so viele Diktier-Apps wie Sand am Meer. Die meisten taugen aber alle nichts. Oder zumindest nicht für Blinde, weil viele sind ja auch mit Voice-Over gar nicht bedienbar und das ist ja auch wieder so ein Problem. Aber naja, gut. So ist es halt. Auf jeden Fall haben wir es jetzt nach 5. Es wird langsam Zeit, das iPhone zu starten. Ich muss jetzt gucken, dass ich es raushole. Und dann, es müsste ja voll sein, vorhin hat es 92% gehabt. Also ich denke mal, dass es jetzt langsam auf 100% geht. Meine Watch, die muss ich natürlich auch rausholen, damit ich versmartet bin. Und wie das klingt, ja, so ein Schwachsinn. Aber ich finde es ein schöner Begriff dafür. Und ich habe aber auch gemerkt mit den ganzen Gruppen. Also, ja, es ist schön, in so vielen Gruppen zu sein, aber auf der anderen Seite, ich habe ja gestern zum Beispiel auch nur ein bisschen Nachrichten durchgehört, aber ja, so richtig der Knaller ist es natürlich alles nicht, weil man, ja, was hat man letztendlich davon? Wenn ich mal wirklich eine super Nachricht ist, wie jetzt in der Wohnzimmergruppe damals mit dem Rekord HG Pro, da bin ich heute noch dem Jörg dankbar, dass er das reingesetzt hat. Also, Jörg, du weißt gar nicht, was du da bewirkt hast, sage ich jetzt mal. Aber das, ja, ist halt einfach so. Das, ja. Genau, so. Mein Handy ist auf jeden Fall hier. Meine Apple Watch habe ich auch um. Das heißt, ich bin versmartet. Obwohl ich eigentlich, ja, ich denke schon, dass ich die Geräte anderweitig benutze als manche andere, weil ich, klar bin ich sehr oft am Handy, das gebe ich zu, ja, also machen wir uns nichts vor. Aber ich versuche natürlich, das iPhone so zu benutzen, ja, dass ich es auch mal für mich benutze. Also jetzt nicht immer online bin und immer irgendwie mit Gruppen und so, sondern dass ich auch mal sage, ich erstelle etwas für mich mit dem iPhone. Also, oder ich erstelle etwas für euch, teile es. Aber ja, WhatsApp ist halt auch nicht das Leben. Das muss man sich auch immer wieder sagen. Und so viele Gruppen man auch beitritt, aber letztendlich, es ersetzt nie das normale Leben. Gott sei Dank auch. Stellt euch mal vor, man würde sein ganzes Leben nur noch in so einer WhatsApp-Gruppe verbringen. Das wäre ja grauenhaft. Und ja. Und ich weiß auch, wenn mein Leben wieder interessanter wird, wenn ich mal wieder eine Freundin habe oder so, dann werde ich auch viel seltener online sein und so. Und das werde ich auch einfach. Das weiß ich auch. 99% geladen. Wir sind schon bei 99%, das ist doch gut. Na, Mietze? Genau. Na gut, dann lade ich den Podcast jetzt hoch. Das war Podcast von Sven Heidenreich, Folge 760. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ja. Genau. Bis dann. Ciao, ciao.